Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit über 70 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus. Ohne Wenn und Aber. Auch Stapler, Ladekran oder Gefahrgutfahrer. Gerne auch mit AZAV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gerne unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Neue Räume für die städtische Musikschule. 2017 war es endlich soweit. Die städtische Musikschule hat erstmals eigene Unterrichtsräume. Bislang nutzte die Musikschule ausschließlich die Klassenräume der Realschule. Dies wird sie auch weiterhin tun, hat nun aber zusätzlich 8 eigene Räume in der Wehrstraße im barrierefrei zugänglichen Erdgeschoss von Haus E der Gesamtschule Hennef West bezogen. Eigene Räume, die nur der Musikschule zur Verfügung stehen, auch vormittags. Während der Sommerferien 2017 wurden die dortigen 4 Klassenräume im Erdgeschoss so umgebaut, sodass 8 neue Räume entstanden sind, unter anderem ein Schlagzeugraum. Mittlerweile ist die Musikschule eingezogen und die Räume sind im Betrieb. Die Leiter der Musikschule, Stefan Küche und Annette Czankische, Bürgermeister Klaus Piepke, der Kulturbeigeordnete Martin Hergt und Kulturamtsleiter Dominik Müller-Grote stellten die neuen Räume nun offiziell vor. Ja, es freut mich, Ihnen heute die neuen Räume der Musikschule, der städtischen Musikschule der Stadt Hennef zeigen zu können. Wir haben jetzt nach den Sommerferien 2017 diese Räume bekommen. Die Planung war natürlich deutlich vorher. Wir haben 4 Unterrichtsräume bekommen von der Gesamtschule Hennef West. Die wurden dann, sage ich jetzt einfach mal, halbiert. Sodass dann insgesamt 8 Unterrichtsräume entstanden, wobei wir ein Lehrerzimmer haben mit Instrumentenraum, das ist dann gekoppelt, und ein Musikleiterbüro. Insgesamt bleiben dann noch 6 Unterrichtsräume übrig. Ja, der Grund war eigentlich deswegen, weil wir sehr, sehr große Engpässe in unserem ehemaligen oder was heißt bisherigen Standort hatten. Und da war es halt so, dass die Langtage immer mehr wurden und die Räume dann bis, sage ich mal, 16 Uhr belegt waren und wir einfach keine Kapazitäten mehr hatten. Dann war es auch so, dass wir immer schauen mussten, wo können wir überhaupt noch neuen Unterricht anbieten, weil die Nachfrage war einfach groß. Wir haben seit 2011 waren es ungefähr, sag ich mal, 310 Schüler, die wir dort hatten. Bisher jetzt sind wir auf fast 600 gekommen und die Nachfrage ist einfach sehr schön und da hat sich die Stadt Hennef natürlich überlegt, was kann man tun und sich dann entschieden, eigene Räume der Musikschule zur Verfügung stellen. Das freut mich natürlich sehr, weil im Zeitalter der Digitalisierung ist natürlich auch immer der Fokus vor allem auf Internet und alles Mögliche, was ich natürlich auch sehr mag. Aber man muss, finde ich, auch immer den Kindern auch die traditionellen Sachen bieten, weil man darf das einfach nicht aus den Augen verlieren, weil Internet und alles ist natürlich eine Entwicklung, die sein muss und die man auch ausschöpfen sollte. Aber es ist auch oft, dass man natürlich auch viel Zeit dadurch verliert und eigentlich seine eigenen Fähigkeiten nicht so sehr entwickelt. Also wenn man zum Beispiel mit dem Navi fährt, ist das natürlich toll, man braucht sich nicht vorzubereiten, man fährt einfach, aber letztendlich erwischt man sich, wenn man die Strecke dann alleine nochmal fahren müsste, wüsste man eigentlich nichts. Also so ergeht es mir zumindest, also ich habe mir den Weg dann eigentlich gar nicht gemerkt und das ist, wenn man so, sage ich mal, ich habe auch nichts gegen Konsolen und so weiter, aber es nimmt manchmal Überhand und man sollte den Eltern die Möglichkeiten geben und den Kindern vor allen Dingen, die möchten das ja auch, traditionelle Sachen auch weiterführen zu können oder überhaupt kennenzulernen und ihre eigenen Fähigkeiten, wie im Sport ja genauso, weiter auszubauen. Deswegen finde ich auch teilweise, wenn man in den Kindergarten überlegt, schon Tablets einzuführen, muss man wirklich bedenken, weil ich finde es viel wichtiger, in dem Alter einen Ball fangen zu können oder rückwärts laufen zu können, als, sage ich, dann schon Sachen in der Richtung zu fördern. Also deswegen bin ich froh, dass die Stadt Hennef da wirklich so ein Zeichen gesetzt hat und der Musikschule, dem Traditionellen, auch eine Möglichkeit gibt, das auch auszuüben und vor allem sich frei entfalten zu können.